geschaut, nicht gespielt, geschaut. Ein Bild, welches an eine Landkarte innern zu erinnern scheint. Fiktive Arbeit oder eine Wiedergabe vom Wirklichen. Warum? Also, das ist doch die gleiche. Flaschen? Welche verschiedene Gerüche beinhalten, so viel ich weiß, müssen die recht teuer sein. Oh, die Toilette. In dem Fass scheint sich Bier zu befinden. Was soll dieser Akzent? So großen Durst habe ich nun aber nicht. Überall Bier. Wer wohnt denn hier? Der Graf von Radelberger? Graf Pilster? Ist da Sand drin oder warum gibt es hier so viele Säcke? Die können doch unmöglich alle Mehl beinhalten. Warum öffnen wir nicht einfach mal einen? Weil wir zu dumm sind. Es ist noch mitten in der Nacht. Rege, kein Enten nehmen. Enten nehmen? Ja, ja, der Rege nimmt keine Enten. Der Rege, oh, du gutes Deutsch, gutes Deutsch. In dem Topf scheint sich außer einer kleinen Spinne nicht zu befinden. Oh mein Gott, und sie jetzt mutiert sie und frisst uns. Komisch. Bei dieser Lampe fehlt der dazugehörige Schalter. Ist der etwa abgebrochen worden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein krankes Hirn. Normalerweise machen sie doch das Licht mal aus. Der Keller wurde abgeschlossen. Ich brauche den passenden Schlüssel. Wie in jedem Horrorspiel. Schlüssel über Schlüssel. Okay. Zwischen den Büchern hat man fragwürdige Inhalte versteckt. So unter anderem Tabak und irgendwelche Hefte. Geile RTP Uten. Ja, eine Edelute. Die Edelute besorgt dir. Und zwar die Pizza beim Pizza. Ach, was laber ich denn heute? Es ist noch mitten in der Nacht. Der Ring immer dasselbe. Meines Erachtens nach erfüllt dieser Topf die Funktion eines Mülleimers, wenn ich vom Inhalt ausgehe. Nur Geld, alles Müll. Und wieder so ein Sack. Ich brauche ja wohl nicht zu sagen, was ich davon halte. Aber ich will es, ich verlange es. In diesem Regal liegt eine Schatulle, jedoch verschlossen. Auf dem Teil scheint eine Art Puzzle zu sein. Oh, Putzlen. Das Motiv kommt mir bekannt vor, aber ich kann leider gerade nicht sagen, was... Ach so, so rum, ja, ja, gut. Ein bisschen verschwommen. Ich sehe es nicht wirklich gut. Oh, Puzzeln, herrlich. Uff. Passt das so? Ja, ich glaube, das gehört dahin. Aber das hier muss runter. Definitiv muss ich runter. Runter, Gunter. Ach, ach, lustig. Nee, das hier muss ja daneben hin. Dann ist es ja... Mumpitz, wieder mal Mumpitz. Nur Mumpitz heute. Nur Mumpitz. So, dann wird das da rüber noch. Ach, ist das nicht herrlich. Mein Leben ist so erfüllt von diesem Bilderschieben. Nee, das ist ja das falsche Stück so. Hier ist noch was falsch. Was mache ich denn hier eigentlich? Ah! Ich krieg gleich die Krise. Ach Mensch. Puzzeln, meine Stärke. Oh ja. Yeah! Awesome! Die Schatulle ist nun offen. Blauer Stein und Kellerschlüssel erhalten. Halleluja! Um hinter die Theke zu gelangen, benötige ich den dazugehörigen Schlüssel. Ob es den noch gibt? Ja, alles ist verschlossen. Alles! Zum Glück ist die Blumenvase nicht verschlossen. Boah!
Himmel, Arsch und Zwirn! Mein Gott! Kann der Donner eine Scheibe einschlagen? War der wirklich so nah? Alter Schwede! Leck mich! Leck mich! Ey! Der Keller sollte nun begehbar sein. Mann, 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 Mann. Hier ein Eintrag einer gewissen Jae. Oder Yeah. Seitdem bekannt geworden ist, dass die Katakomben angezapft wurden, geht nichts mehr mit rechten Dingen zu. Einige haben vor diese in Hoffnung auf erbeutbare Schätze durchkämmen, desto schlimmer, dass diejenigen, die es versucht haben, nicht mehr zurückgekehrt sind. Da die Angst so groß ist, dass der König von diesen Vorfällen erfahren könne, wird alles daran gesetzt, diese zu vertuschen, zumal die Stimmung hier nicht gerade zu sein Gunsten spricht und niemand da den Schatz mit ihm teilen möchte. Das Betreten des Kellers wurde auf Weiteres untersagt und wird es in Zukunft wohl bleiben, bis dieser Aberglaube bezüglich der Katakomben ein Ende gefunden hat. Wie lang steht dieser Sack eigentlich schon hier rum? Ich habe etwas gegen Säcke. Ich stehe nicht auf Säcke. Diese Kiste scheint leer zu sein und dieses Fass nicht, denn wie jenes aus der Bar enthält es doch keine Flüssigkeiten, ist somit doch leer. Vielleicht erst lesen, dann kommentieren. Da drin lassen sich nur Staub und einige Spinnweben auffinden. Können doch ganz nützlich sein. Was haben sie immer gegen Staub und Spinnweben? Ich finde, diese Gegenstände werden viel zu sehr verkannt. Diese Fläschchen sind allesamt leer. Betreten des Kellers ist aufgrund von Räumungsarbeiten untersagt. Es wird um Verständnis gebeten, oder? Tun's mal nicht in den Keller abgehen. Da werden's halt abgeschnitzelt, nicht wahr? Eine Leiter, nur wo liegt der Sinn? Der Sinn darin! Eine solche aufzubewahren, etwa um Lampen damit aufzuhängen? So hoch hängen die nun wieder auch nicht. Das Regal scheint vielleicht doch einfach aus Lagerzwecken, kann ja sein. Sieht nicht nur so aus, es ist es auch. Leer. Punkt. Werden hier unter anderem Vorräte verwahrt? Ich bezweifle, dass dies einen großen Unterschied machen würde. Ich werde ganz sicher nicht einen Schluck von dem Zeug nehmen, weiß der Teufel, wie alt das ist. Diese Steintafel erwähnt, was für Schmuckstücke an diesen Werken beigefügt wurden. Alles Silberstücke. Eigenartigerweise fehlt ein gewisses Silberkettchen, um dieses Kunstwerk zu vervollständigen. Moment, da fällt mir was ein. So eins haben wir doch. Aha, was haben wir denn da? Das Teil, was ich unterwegs gefunden habe, könnte glatt für die Statue sein. Ich werde es am besten gleich ausprobieren. Dann wollen wir mal schauen. Silberkette wurde aus dem Inventar genommen. Am Schild hat sich eine Art Schublade geöffnet. Mal sehen, was drin ist. Ach so, Schlüsselstab erhalten. Im Topf liegen Briefanfänge wie die aus dem Pastorzimmer. Diesmal wird ein Individuum erwähnt, dessen Name unerkenntlich gemacht wurde. Wenigstens der Anfangsbuchstabe lässt sich als ein X ausmachen. X-Men. Es kann nur X-Men sein. Diese Bücher scheinen einigermaßen erhalten zu sein. Wie lange ist es woher, dass jemand hier war? Sag mal, wundert es ihn irgendwie nicht, dass das ganze Gebäude verlassen ist? Okay, es ist mitten in der Nacht, aber what the fuck? Das ist ja interessant. Diese Fläschchen sehen aus wie die von Pastor Animus. Nee, wie die von Pastor Animus aus. War Hochwuchten etwa hier? Oh oh, geheime Kelleriten. Na, hoffentlich opfert der nicht die arme Katze von vorhin. Um hier Fortschritte zu machen, benötige ich den dazugehörigen Schlüssel und einige Switches sowie Variablen, die den Plot weiterführen. Was zum... Ist da oben jemand? Am Buch? Was? An was für ein Buch? Was für ein Buch? Da oben ist kein Buch. Tja. Das ist, was denn, was für ein Buch? Um was für ein Buch es sich handelt, sehen wir dann beim nächsten Mal,
wenn es wieder heißt Let's Play Daylight mit eurem Nonsense-RPG, denn ich habe jetzt zu viel Schiss. Nein, ich weiß nur nicht, wie lange ich aufgenommen habe und möchte es nicht übertreiben. Bis dann. Und so weiter. Adios, sayonara und bye, bye.